Ja, hallo. Ich bin sitze hier zusammen mit dem Marvin auf meinem Balkon. Und zwar, der Marvin war beim Rohkostpotluck mit dabei das erste Mal. Und ja, zum Rohkostpotluck habe ich dich gar nicht interviewt. Sag mal kurz was zum Rohkostpotluck. Wie war's? Ja, in Leipzig, also ich wollte auf jeden Fall unbedingt mal hinkommen und es hat bisher nicht so geklappt. Und durch Monika konnte ich da ja dann sehr gut hin mit Mitfahrgelegenheit und es war einfach genial, die ganzen Leute da zu treffen. Ich habe da jetzt selber nichts gegessen, das meiste war schon weg, als ich dann ankam. Ich habe noch kurz die Melone hingebracht, kurz weggeguckt, wieder hingeguckt, war die Melone auch schon wieder weg. Ja, Ja. und dann waren wir halt noch so in Leipzig unterwegs und es war richtig cool, wie so ein Christian halt. Ja, das ist jetzt im zweiten Tag dann hier. Heute ist Montag, oder? Ja. Montag, genau. Und ja, Samstag war es Rohkostpotluck und ja, Marvin wollte ja wahrscheinlich am Sonntag gehen und dann doch am Montag und jetzt wahrscheinlich am Dienstag, schläft er noch eine Nacht in meinem Garten jetzt. Alles spontan. Alles spontan und heute haben wir zu dritt im Bett geschlafen. Marvin, ich und die Chiara. Und ja, war alles schön entspannt. Und ja, da kommen wir schon zum nächsten. Rohkost und Entspannung. Heute soll es ja um Rohkost gehen. Und der Marvin hat ja auch einen eigenen Kanal, wo es eigentlich viel um Selbstexperimente, Selbstfindung geht und natürlich auch Rohkost ein zentrales Thema, oder? Auf jeden Fall. Ja, genau. Und ja, da kann man die Frage, wie bist du eigentlich zur Rohkost gekommen? Weil das sind ja ganz viele verschiedene Wege, wie man zur Rohkost kommt. Wie bist du zuerst Also zur Rohkost die gekommen? meisten, die kommen ja eigentlich so zur Rohkost, weil sie so eine Krankheit haben, die gar nicht loswerden wollen. Und bei mir war es eigentlich gar nicht der Fall. Also es könnte teilweise so gewesen sein, aber dann war es eher so eine psychische Sache, die mich eigentlich belastet hat, aber deren ich mir nicht voll bewusst war und was ich da überhaupt genau habe. Ich hatte schon immer so einen Leidensdruck gehabt, so als Kind schon, so einen psychischen, wusste aber nie, was das war. Aber das hat mich halt motiviert, zu forschen einfach und zu wissen, das kann ja nicht richtig sein alles und dann muss doch irgendwas gehen, sowas wie eine natürliche Ordnung zum Beispiel, sage ich mal so. Und hab dann aber bin dann halt den Weg gegangen der Intuition, sage ich mal, und mit 15, 16 circa kam dann einfach so die Intuition, es muss doch eigentlich das Sinnvollste sein oder das Logischste sein, die Lebensmittel so zu konsumieren, wie die halt in der Natur vorkommen. Dann habe ich das gemacht und ich habe damals halt auch sehr gut Sport gemacht und habe dann gemerkt, dass ich am Tag noch einen Salat gegessen habe oder ein paar Möhren oder sowas, dass ich dann beim Fahrradfahren zum ersten Mal 100 Kilometer fahren konnte. Und ich bin vorher, weiß nicht, so 20, 30 Kilometer immer gefahren. Ich hatte einfach so viel Energie. Und da hab ich mir gedacht, ja, richtig krass. Also Aber warum, Energiesalat hat ja nicht so viel Energie, würde ich jetzt der Erste fragen. Warum hast du denn plötzlich mehr Energie? also nach meiner Vorstellung ist das so, also es sind verschiedene Aspekte. Also ich denke mal, weil dann, ich war damals halt noch Fleischesser und das, weil man den ganzen Scheiß halt sozusagen weggelassen hat. Also weniger wahrscheinlich, dass du Das. die Energie, die du zugenommen hast, sondern die Scheiße, die du weniger isst. Man hat ja auch noch so Glykogenspeicher und sowas von Vortag und Ja. so weiter. Und das war jetzt halt dann ein Tag mal nur. Und dann hat man einfach diese ganze Belastung weggelassen. Und ja. Also die Leistungsfähigkeit hat sich bei dir durch die Rohkost gesteigert. Richtig Vor allem krass, ja. wahrscheinlich auch, weil du halt weniger Blödsinn zu dir genommen hast, Genau, sondern ja, ja. genau. Und dann hast du auch dann realisiert, zumindest war es bei mir so, und so klingt es jetzt auch bei dir, dass du eigentlich auch viel weniger Kalorien eigentlich brauchst, als man denkt. Man denkt ja so 2400 Kalorien pro Tag, so ist ja immer das Angegebene. Und im Endeffekt, also ich habe beim Selbstexperiment jetzt festgestellt, bei mir sind es 1800 Kalorien, wenn ich gar nichts mache den ganzen Tag. Dann halte ich exakt ungefähr das Gewicht. Hast du so ein Gefühl für dich, was wie viele Kalorien pro Tag Energiebilanz hast du mal? Also ich habe da eigentlich keine genaue Ordnung für mich. Bei mir ist es auch immer anders. Also bei mir ist es wirklich extrem wechselhaft. Okay. Es könnte auch sein, dass ich da irgendwie besonders bin, sag ich mal so. Aber ich habe auch eine längere Zeit mal zwischen 500 bis 1000 Kalorien nur gegessen. Das war sogar ein halbes Jahr. Hast du das Gewicht gehalten oder ist es dann auch runtergegangen? Das Gewicht ist runtergegangen, aber Okay. meine Energie ist hochgegangen. Ja, okay, aber es wäre interessant zu wissen, was wirklich, weil viele haben ja dann auch Probleme mit Untergewicht, jetzt gerade beim Rohkost, Klar, genau. dass du weißt Das ungefähr, was das wäre. Hast du ein Gefühl? Nee, also Wer kommt? Ah, ja. ja, cool. Also von der Kalorientheorie, muss ich sagen, bin ich jetzt nicht so ein Anhänger von, sage ich mal so. Ich habe da sehr viele Experimente halt gemacht Ja. und ich habe halt gemerkt, dass je weniger ich esse, das kann beides sein. Manchmal hat man dadurch krass weniger Energie, wenn man halt sehr stark entgiftet dadurch. Und die meisten sind halt sehr stark vergiftet, sage ich mal. Und wenn die dann schlagartig weniger essen, dann kann das halt wirklich ja, dass das krankhaft wird, kann das dahin abrutschen, sage ich mal Okay. so. Aber wenn man halt schon so sich jahrelang damit beschäftigt und immer stetig die Schritte weitergeht, dann kann es halt wirklich auch sein, dass die Energie dann nach oben geht, sage ich mal so. Okay. Und ja, Chiara ist jetzt auch zu uns gestoßen. Das ist die Runde. Das ist übrigens mein Smoothie. Und Chiara ist die Erste, die den Smoothie lecker findet. Alle anderen
haben ihn teilweise nicht mal getrunken, aber ja. Ich auch nicht. Ja, auch nicht. Weil die Zusammenstellung. Gibt es noch ein Video zu meinem Power Smoothie im Rahmen des Seven Vegans, habe ich den nochmal vorgestellt und der ist wirklich lecker, oder? Ja. Ja, und Chiara hat jetzt angefangen oder versucht eine Rohkost-Challenge. Also weiß noch nicht genau, ob oder ist das jetzt schon fix? Es ist fix. Chiara versucht jetzt 100% Rohkost für eine Woche, zwei Wochen. Hast du schon mal festgelegt? Nee, mal schauen. Also ich bin jetzt zwei Wochen krankgeschrieben, weil ich eine Prellung habe und... Ich denke, es war eine Bänderdehnung. Prellung. Und wie ist das passiert? Wir haben getanzt und dann wollte ich zu Christian hüpfen und bin irgendwie auf ihn draufgesprungen, mit dem Fuß umgeknickt und hatte starke Schmerzen, habe jetzt eine Schiene und darf jetzt Rohkost zu mir nehmen. Genau, sie ist jetzt verletzt und bleib in Leipzig. Genau, und ja, da werden wir jetzt gemeinsam sozusagen, Chiara an die Rohkost ranführen, wobei du natürlich schon ein paar Rohkosttage auch schon mal hattest und so, aber noch nicht diese 100% und noch durchgehend. Und man muss dazu auch sagen, Chiara hat auch noch Käse und Milchprodukte gegessen und auch Fleisch mal noch, also du bist jetzt kein reiner Veganer oder so, und das ist wirklich jetzt vegane Rohkost von 0 auf 100 quasi. Und ja, vielleicht wäre es ja auch eine Idee, wenn du, sag mal, die 14 Tage auch so ein kleines Video jeden Tag machst. Das wäre eigentlich auch was, oder? Ja, wir werden mal sehen, ne? Also, falls das der Fall ist, dann würde ich euch den Kanal irgendwo verlinken. Also zumindest für die 14 Tage, weil sie wird wahrscheinlich, oder vielleicht machst du ja dann weiter YouTube, keine Ahnung, aber das ist bestimmt interessant für den einen oder anderen, mal 14 Tage von 0 auf 100 jemand, der Rohkost macht und vorher alles Esser war. Das musst du eigentlich machen. So habe ich auch angefangen, mit meinem veganen Kanal. Ja, wir werden uns sehen. Ja. Also Christian wird mir ein bisschen unterstützen. Und ja, auf jeden Fall. Bei mir ging's, was heißt relativ schnell? Also mit der Rohkost war es ja ein Jahr, war ich Veganer und dann... So direkt von Veganern auf Rohkost oder so? Ja, das war ein Jahr, also ich sag mal, von Fleisch also vegan, das ging schnell. Quasi ein Abend, Mettbrötchen mit... Ja, war mir auch, ja. Das war Ding. Und aber von vegan auf Rohkost, da muss ich sagen, war es ein Jahr. Und ich habe immer mal probiert, so einen Tag Rohkost, oder zwei Tage war es Maximum. Und dann aber wieder immer zurückgegangen zu Kartoffeln oder Reis oder irgendwie sowas. Und ja, und da habe ich ein Jahr gebraucht, um dann auf die Rohkost zu wechseln. Also weiß nicht, ob das schnell ist, aber Rohkost braucht ein bisschen. Und das ist auch die Frage an dich. Sag mal, die Umstellung von Fleisch auf Rohkost war ja bei dir, oder hattest du vorher noch das Vegan dazwischen? Ich hatte fünf Jahre war ich vegan. Vegan. Und wie war die Umstellung von Fleisch zu vegan im Gegensatz zu vegan auf Rohkost? Also von Omnivore auf, also ich war erst ein Jahr Vegetarier und die Umstellung auf vegan war eigentlich kein Problem. Also ich kannte den Begriff vegan noch gar nicht. Ich fand es einfach irgendwie auch wie aus Intuition einfach cool, nur Pflanzen zu essen. Und dann habe ich das einfach mal eine Woche ausprobiert, habe gemerkt, ich habe mich nicht anders gefühlt. Und dann fand ich das richtig geil und habe es einfach weitergemacht. Und seitdem bin ich einfach vegan. Und Umstellung auf Rohkost? Von vegan auf Rohkost? Genau. Also erstmal noch ein Punkt zu vegan. Ja. Ich habe eigentlich keine gesundheitlichen Veränderungen festgestellt. Also viele sagen halt vegan, schon mehr gesund und so weiter. Aber ich habe auch damals viel Kraftsport gemacht und 6000 Kalorien gegessen. Aber als ich dann auf Rohkost umgestellt habe, ich habe erstmal High Carb gemacht und da habe ich dann zugenommen 20 Kilo mit High Carb nach einem Jahr. Kann man natürlich sagen, ich habe es irgendwie falsch gemacht. Das zu dem Thema High Carb, du kannst so viel essen, wie du willst und du nimmst nicht zu. Also ihr habt ja schon mal ein Video gemacht, oben in den Infokarten, meiner Meinung nach nicht korrekt. Das kommt halt auch auf die Vorgeschichte der Person an, auch ob da sowas wie Candida mit reinspielt und das ist auch eine komplexe Geschichte. Jedenfalls die Umstellung zur Rohkost, die war dann richtig krass. Also ich habe 93 Kilo gewogen, wo ich vegan war und ich bin bis auf 60 Kilo runtergekommen, aber jetzt nicht total schnell oder sowas. Das habe ich dann über zwei Jahre gemacht circa. Jetzt bin ich wieder auf 70 circa. Und wie schwer war das? Also wenn du das mal vergleichst, diese Schwere von Omnivore vegan und von vegane Rohkost? Also ich fand als ich zuerst von Rohkost gehört habe, fand ich es sehr schwer, weil dieses Mindset da war, dass es schwer sein müsste, sage ich mal so. Deswegen habe ich auch diesen High Carb, dieses Raw Till 4 als Zwischenschritt gemacht, weil das habe ich mir gedacht, ja, das kann ich dann. Ich kann es... Würdest du sagen, das ist schwerer von vegan auf Rohkost als von Omnivore auf vegan? Ich glaube, das ist schwieriger, ja. Das ist auch mein Eindruck. Das heißt, die Rohkost, deswegen wäre das jetzt echt total von Omnivore auf Rohkost, dann beides zusammen. Also die Rohkosternährung ist wirklich, also der Umstieg auf die Rohkosternährung ist sehr schwer, weil du hast halt diese ganzen Gelüste und sowas, wo du halt echt mit Rohkost massive Probleme hast. So. Mit vegan kannst du eigentlich alles konditionieren, was du schon an Gelüsten da hast. Bei Rohkost ist wirklich ein Mindset-Wandel auch vonnöten quasi. Und da kommt dann eigentlich auch so ein bisschen mit der veganen Ernährung dann zusammen. Zumindest wenn man auf 100% Rohkost umstellen will. Ja. Also es kann sein, dass man, wenn man halt 90% macht, dann kann das halt ganz gut funktionieren. Ja. Auch ziemlich schnell. Das ist ja auch mein... So nach dem Gefühl halt, ne?
Also ich denke immer, jetzt im Winter wird es glaube ich schon schwierig und wenn man arbeiten geht, dass man das dann auch echt so eintakten kann, dass man nur Rohkost isst und ich werde es einfach jetzt zwei Wochen mit dir oder eine, wir werden halt sehen, einfach das essen, was er isst, esse ich jetzt. Und inklusive meinen Supersmoothie, den sonst keiner mag. Ja, aber ich finde den echt lecker. Da werden diese Woche werden Köstlichkeiten auf dich zukommen. Und ich bin einfach nur gespannt und ich freue mich drauf. Und ich bin halt ein Mensch, der probiert halt alles Mögliche aus und deswegen Schaka und ich ziehe es auf jeden Fall durch, ist klar. Ne? Also. Und weißt du, wer im eisigen Winter mit der Rohkost angefangen hat? Nee. Ich. Das ist nämlich, wenn du im Winter mit der Rohkost anfängst und das dann schaffst, ist der Sommer kein Problem. Mhm. Und in der ersten Phase der Umstellung, deswegen auch mein Video, warum im Winter mit der Rohkost anfangen, weil du am Anfang hast du eine hohe Motivation bei der Rohkost und dann nutzt du das quasi aus, dass du halt viel mehr leisten kannst und viel, sag mal, auf mehr verzichten kannst im Winter. Und wenn dann die Motivation zwangsläufig nach ein, zwei Monaten vielleicht nicht mehr ganz so hoch ist, merkst aber schon, wie plötzlich mehr dazu kommt und das erhöht dann deine Motivation. So kannst du Rohkost besser längerfristig machen. Also wer längerfristig auf Rohkost umstellen will, der sollte im Winter anfangen, ne, wenn es am schwierigsten ist. Das nochmal so. Ja, und also sag mal, du kannst von Herzen die Rohkost jedem empfehlen, oder? Also 100% Rohkost kann ich nicht jedem empfehlen. Okay. Besonders wenn gewisse Krankheiten halt eine Rolle spielen. Da kann die Umstellung einfach zu krass sein, die Entgiftung zu krass sein. Ich weiß, du weißt noch nicht. Ich bin nicht der größte Fan von der Entgiftung, ja, aber das ist halt deine Meinung. Genau, also man sieht halt bei vielen, also bei einigen gewisse Symptome, dass zum Beispiel dann extreme Akne ausbricht, zum Beispiel bei einer Umstellung auf Rohkost. Das sind halt so Extremfälle und deswegen kann ich das jetzt nicht uneingeschränkt komplett empfehlen, sagt man für jeden, aber es ist auf jeden Fall die richtige Richtung, einfach in diese Richtung zu gehen, das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ja, auch aus meiner Erfahrung wirklich am besten Roganer werden, dann sind wir ähnlich wie er, dass du halt, wenn du dann mal Lust hast, eben Kartoffeln zu essen oder Eisbande Hamburg, sage ich nur, das beste Eis, vegane Eis überhaupt, da konnte ich nicht dran vorbeigehen, der Vlog mit Hanna hier oben unbedingt angucken, wirklich, also das ging dann einfach nicht mehr und dann isst man es halt mit gutem Mindset, da sagt man nicht, jetzt bin ich der Rohkost-Fan, ach jetzt alles egal, jetzt kann ich heute alles essen, sondern du tust selektiv Sachen, esse ich jetzt. Genau, und deswegen ist es wichtig, einfach frei zu sein und nach dem Bedürfnis zu gehen, auf was man Lust hat, auch wenn man im Großen und Ganzen auf Rohkost steht, aber trotzdem sich nichts verbieten lässt, weil das ist ja jetzt dein Leben und dir soll es ja gut gehen. So, und wenn du halt Bock hast und du siehst so ein Eis, Rohkost oder vegan oder weiß ich nicht was, dann warum nicht? Mit einem guten Mindset das machen, ja. Zumal, was dabei ich immer sagen muss, also zumindest das gilt jetzt nur für mich, muss ich für andere gelten, bei vegan, also wenn ich Rohkost machen möchte, vegane Rohkost und bin bereits Veganer, dann ist das relativ leicht, auch mal zu sagen, okay, ist zwar nicht ideal, aber ich mach's trotzdem, weil es schadet nur meiner Gesundheit. Wenn ich jetzt theoretisch omnivor wäre und würde auf vegan umstellen und habe auch dieses ethische Motiv, dass ich kein Tierleid unterstützen möchte, da bin ich wahrscheinlich eher bei so einer 100% Sache, dass ich dann sage, das schadet dann auch anderen. Aber sobald ich nur mir schade, ne, also wir reden ja auf ganz hohem gesundheitlichen Niveau, also nicht optimal quasi, wenn man die Rohkost als optimal ansieht, das lasse ich auch einfach mal jetzt frei, also ich sehe das, aber muss man ja nicht folgen, die Argumentation. Dann schadet man nicht nur sich selbst. Und wenn man dann sagt, okay, esse ich halt mal ein veganes Eis, dann schadet ich halt entweder nur mir und das sollte man eigentlich jedem zugestehen. Es gibt ja auch verschiedene Rohkostformen. Hast du da so ein Ideal eigentlich? Ja, die High-Carb-Rohkost. Nämlich die Rohkost, wie uns das die Natur vorgibt. Mhm. Alle Gemüse oder die meisten, klammern mal so wie Durian und Avocado aus, haben halt einen massiven hohen Anteil an Kohlenhydraten und Fette und Proteine sind halt ausreichend vorhanden. Und das ist für mich auch. Die High Carb Rohkost hat auch ein Video gemacht, das ist die fünfte Infokarte, mehr gibt es nicht, oben in den Infokarten. Ja, da die High Carb Rohkost ist ich sage, wichtig, beste. Und da ist halt auch viel Wildgrün dabei, wo halt auch Sachen drin sind, die wir vielleicht noch nicht alle so genau spezifiziert haben. Ne? Sekundäre Pflanzenstoffe sind noch gar nicht alle entdeckt worden und möglichst so naturnah wie möglich. Und Gerstengras doch zum Beispiel auch. Solche Sachen, genau. Aber ich finde, ich wundere mich, warum du sagst, du schadest dich, weil du ein veganes Eis isst. Potenziell. Ja, aber die macht ja Gedanken, du kannst alles essen, wenn du möchtest. Also an sich ist gekochtes ja schon schädlich, sag ich mal so, aber du kannst es, wenn du halt wirklich dabei bist, ist das natürlich jetzt nicht so ein großes Problem. Ich finde, wenn du mit dem Essen sprichst oder halt deine Gedanken mit reinbringst und das zum Eins machst, wie du auch eins mit allem bist, dann kannst du auch alles essen, weil alles eins ist. So sehe ich das und deswegen will ich nicht mir irgendwas verbieten, weil ich kann es einfach transformieren. Klar gibt es dann so Sachen,
wo du dann einfach dich hingezogen fühlst und das gerne täglich isst. Oder halt wie jetzt zum Beispiel Rohkost, mag ich sehr, weil ich mich leicht fühle. Dann esse ich doch gerne Rohkost, ne? Aber wenn ich das Bedürfnis habe, mal einen Keks zu essen oder weiß ich, irgendwas halt, ne? Dann kann ich es ja dann trotzdem tun und nicht denken, oh Gott, jetzt schade ich mir, sondern so, oh geil, danke. Das finde ich auch ganz wichtig, weil sonst entstehen wirklich auch psychische Krankheiten. Genau. Sowas ist auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, dann kriegst du irgendwelche Knoten da oder dann Krankheiten, weil du halt denkst, oh, jetzt darf ich das nicht mehr essen und ich mag dieses Verbissene überhaupt nicht. So dieses Dogmatische, so jetzt darf ich nur noch Weil Dogmatismus ist halt unnatürlich quasi und man versucht ja eine natürliche Ernährung. Genau, und ich möchte auch, also man soll ja auch gesund aussehen und auch was noch Leben ausstrahlen und nicht jetzt so dieses verbissene, krankhafte, optische, das ist doch gar nicht lebenswert mehr. Wozu macht man, warum quält man sich dann? Also sorry, geht gar nicht. Ja, was heißt, was quälen? Das ist schon ein falscher Ansatz. Rotkost ist nicht Qual. Rotkost ist nur das Mindset und das ist keine Qual. Es gibt Menschen, ich finde, die sehen schon sehr extrem aus und die sehen auch nicht gesund aus in meinen Augen. Und die sind so karg, so wie ich. Nein, 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 ich verstehe, was du sagst, vollkommen richtig, aber ich interveniere ganz eindeutig, wenn du sagst, du kannst alles transformieren. Wenn ich dir eine Kapsel Ciancali gebe, dann versuch mal positive, weißt du, was Ciancali ist? Da musst du schon viel trainieren, damit das. Da musst du schon sehr viel trainieren, weil du bist innerhalb von ein paar Sekunden tot. Da musst du ganz schnell. Also, ich wollte damit sagen, es gibt ein gewisses Level, was du mit Sicherheit mit positiven Gedanken transformieren kannst. Aber bei manchen Sachen kannst du gar nicht schnell genug transformieren, wie das in deinem Körper wirkt. Genau, und das, da würde ich sagen, es hat seine Grenzen, doch die gute Mitte. Ne? Ja, genau, in der Mitte kommt. Genau, in der Balance kommt dafür die Energie zum Tragen. Genau. Ja. Aber ich will eigentlich nur den Ansatz dafür geben, dass man eigentlich sich nichts verbieten soll, sondern eigentlich alles das, worauf man wirklich Bock hat, auch zu sich zu nehmen, ohne dann immer gleich irgendwie zu denken. Grundsätzlich ein sehr, sehr guter Ansatz, ein löblicher Ansatz. Allerdings muss man da auch unterscheiden zwischen Konditionierung und Intuition. Das heißt, wenn ich etwas möchte, kann es aus einer Intuition heraus entstehen, da ist es vollkommen dein, was du sagst, oder aus einer Konditionierung. Das heißt, dass du gelernt hast, dass du das möchtest. Und um das zu unterscheiden, wer das kann, der kann Ja, aber wenn du dann zum Beispiel dann geklärt bist, weil du dann zum Beispiel, weiß ich nicht, monatelang das durchgehalten hast, dann kann ja sein, dass die Konditionierung, dass das dann einfach wegfällt. Und dann hat sich das ja, dann gibt es, löst du auf, weil ich glaube, durch die Rohkost wirst du einfach viel klarer im Kopf. Das fängt ja jetzt schon innerhalb von 2 Tagen bei mir irgendwie an, dass ich ganz, also alles ganz anders wahrnehme, halt so klarer oder so, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall wahr, wenn du natürlich am Anfang so ganz strikt die 100% Rohkost eine Zeit lang machst, dann tust du natürlich die Konditionierung von den alten Gewohnheiten automatisch nicht mal befeuern, nennt man das sozusagen, also die Nerven. Und dann hast du natürlich leichter zu erkennen, was ist Intuition und Konditionierung. Ja, das stimmt. Ja, gut. Also dann, das soll mal so als für die, auch für die vielen neuen Abonnenten hier, die jetzt dazugekommen sind, gerade durch die 7-Vegans-Woche, mal so ein bisschen vielleicht ein Ansporn sein, auch über die Rohkost nachzudenken. Also vegan ist halt das eine und die Rohkost, das ist halt das andere. Ne? Also einfach mal probieren und wie Marvin schon gesagt hat, ne, und wo ich auch der Meinung bin, einfach den Anteil der Rohkost 100% vielleicht am Anfang gar nicht so, wie gesagt, mal als Challenge oder sowas sicherlich reizvoll, gerade wenn man jetzt so die Möglichkeit hat mit so einem Lehrmeister der Rohkost wie mich. Also in dem Sommer habe ich jetzt schon sehr viel Rohkost zu mir genommen und ich finde es sehr gut. Und deswegen habe ich jetzt 14 Tage am Stück ist eine andere Liga. Auf extrem. Aber ja, ich habe Lust drauf. Deswegen also machen wir es auch. Man kann es auch als Fasten nutzen, dass man. Das ist ja auch mein Fasten. Ich will entgiften und ich habe so viel Alkohol. Hast du dich schon gewogen? Nein. Ich habe eine Waage. Kann man wegen. Und mit Fettanteil, Wasseranteil kann man alles machen. Gerne machen. Ja. Und dann, wie gesagt, YouTube-Kanal eventuell. Ne? Für 14 Tage. Für 14 Tage, ja, also wegen der Technik und so, hochladen ist ganz, ganz einfach. Und Marvin hat auch einen Kanal, auch ein richtig toller Kanal, mit sehr viel Tiefe und sehr viel Persönlichkeit. Also wenn ihr Zeit mitbringt, wenn ihr wirklich tief reingehen wollt in die Gedanken eines Menschen, der auch selber viele, viele Erfahrungen, auch persönliche Erfahrungen preisgibt, sehr, sehr offen redet, nur zu empfehlen. Das war einer meiner ersten Kanäle, die ich geschaut habe. Nice. Ja, es war einfach so. Also von daher, habt ihr wieder viel Input, wenn ihr nach meinen Videos natürlich, das sind die allerwichtigsten, jeden Morgen. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und viel Spaß bei der Rohkost. Tschüssi. Tschüss.